Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Bus. Genau. So, diesmal habe ich gar nicht mein Busfahrer-Outfit an, mache ich in der nächsten Folge definitiv. So, Updates hat es bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht gegeben. Realistisch. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Na, wir hatten jetzt beim letzten Mal, was hatten wir beim letzten Mal gemacht? Editoren haben wir nicht gemacht. Speicherstände, wir haben auch nichts gespeichert. Beim letzten Mal, wir sind auf freies Spiel gegangen, genau. Fahrzeuge gibt es hier leider noch gar keine. Wir wollen jetzt mal ein anderes Wetter ausprobieren. Und zwar, sind beim letzten Mal in der Nacht gefahren. Dynamisch. Aha. So, Niederschlag hätten wir noch. Nebel, Sturm. Wir fahren jetzt mal sonniges Wetter. Sonnig in Berlin, das ist doch mal was Schönes, oder? So, Straßenkarte. Da bin ich auch mal gespannt, was da nachher kommt. Und ich bin mal gespannt, wann der neue Updates rauskommen. Das Spiel gibt es jetzt, glaube ich, 2 Wochen. Drei, ne? Wie sowas in der Richtung. Und da sollten noch mal ein paar neue Updates rauskommen. Tatsächlich habe ich echt einen Traum davon gehabt, ne? Wie ich mit dem Bus durch Berlin gefahren bin. Ja, bin ich ja tatsächlich mal. So, ich muss es noch mal komplett neu lernen. Wir haben es schon... Moment, wir haben sonnig ausgewählt. Was ist hier los? Dieses Spiel entscheidet... Das ist jetzt... Was wird? Wo ist denn hier... Wo ist die Sonne in Berlin? Na, keine Ahnung. Moin, sag mal, haben Sie hier gut die Sonne? Ich meine, so wie Sie aussehen, erwarten Sie auch wohl schöneres Wetter. Was ist denn hier los? Ich wollte gerne Sonne haben. Realistisch. Sonnig. Aber, guck mal, die Startzeit hätten wir vielleicht mal. Wartezeit im Zeitraffer. Und was haben wir? Zeige, Dings, öffne die Karte. Was ist das? Da kann ich noch nichts machen. Ich hätte gerne. Wartezeit im Zeitraffer. Was passiert jetzt? 23.59 Uhr. Wetter. Sonnig. Mann, ich will... Geht das nicht? Warte, ich probiere nochmal von vorne, Leute. Ich möchte einmal ganz kurz, dass wir das irgendwie nochmal anständig ausprobieren. Ich möchte nicht immer irgendwie nachts fahren. So. Oh. Kann ich die denn schon fahren? Das wäre jetzt eine Route, die ich komplett fahren könnte. Das andere war jetzt gerade so eine ausgedachte Route. Aber es wäre doch ziemlich cool. Warte mal. Flughafen, Tegel, Flughafen. Das ist die Uhrzeit. Warte mal. Ach was. Hier können wir uns die Routen aussuchen. Oder was? Hier sieht man, 32 Minuten bräuchten wir hierfür. 31 Minuten dafür. Lass uns doch mal hier... Kann ich die denn nehmen? Das ist die Uhrzeit. Oh, achso, das ist der komplette Editor, ne? Okay. Ja, an und für sich wollte ich jetzt irgendwie was Cooles machen. Sowas wie, lass uns beginnen und so ein Scheiß. Flughafen. Achso, das ist dann hier zum Rüberklicken. Auswahl. Okay. Dann, nicht. Rück. Also, Etutoren, Fahrplankurs, ganz klar. So, freies Spiel. Aber das ist das, was ich nicht will. Ich will auf gar keinen Fall irgendwie jetzt in der Nacht fahren. Wetter. Linie. Aha. Uhrzeit. Da haben wir es. Können wir was anderes nehmen? Das ist doch mal was, ja? Wir fangen mal direkt irgendwie um 8 Uhr an, ja? So. Klasse. Juni, das ist mir Schiegel. Tour 5. Es soll jetzt zum Alexanderplatz gefahren werden. Wir sind beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, wie weit wir gefahren sind. Egal, die fahren wir. So, jetzt haben wir hier 8 Uhr bis 23 Uhr. Was? Bist du irre? Ich fahre nicht so lange. Bist du irre? So. Und wir Fahrzeug fahren wir Scania. Wetter nehmen wir jetzt, das sonnige Wetter hatten wir uns ausgesucht und dann lass uns starten. Mal gucken, das sollte klappen. Oh, wie schön.
Guck mal eine andere. Das ist... Oh, ich habe mir einen Gelenkzug genommen. Haben Sie sich gesehen? Ich muss das nochmal wieder neu lernen, wie das hier nochmal funktioniert hier. Linke Maustaste. Einsteigen. Thema hinsetzen, ne? Genau. So. Den Bus starten, beziehungsweise einmal den Bordcomputer. Wie war das nochmal? Wie hat sich das nochmal gemacht? Diese Kacke hier. Start. Was habe ich gemacht? Achso, das ist ja der Blinker, meiner. Ich habe vergessen, wie man den Bordcomputer startet. Oh. So, stimmt, so war das. Man musste hier mit der Maus immer anklippen. So, die Nummer 20502. In Real Life ist es nicht so, da haben wir einen Fahrplan. Oder geben wir die Nummern ein? So, ready. Ach, die kommen schon alle rein. Ja, kommen Sie ruhig rein, keine Sorge. Hier können Sie reinkommen. Ja, ich darf was verkaufen. Anfrage auf Einzelfahrerschein. Und das natürlich mit A und B, C und so ein Scheiß. Sowas gibt es auch nicht. Also diese Masken sehen natürlich alles anders aus. Gibt es hier nachher einen zur letzten Haltestelle, kannst du gewisse Dings eingeben. Hier kannst du Ortsauswahl machen und so und alles. Und dann wird dir das auch angezeigt, wo es denn hingeht. Preis 3 Euro. Was wolltest du nochmal haben? Kann ich hier mal umsetzen? Lass ich mal, so war das. AB. AB. Beitrag 1. AB. Inkorrekte Andingse. Findest du, dass es inkorrekt gewesen ist? AB, Betrag 1, 3 Euro. Erwechsel. Einzelfahrschein. Wow, warum war denn gerade das Bild so scharf? Einzelfahrschein. Jetzt ist es korrekt. Übrigens, BVG heißt der Vogel, der Laden. Zurück bekommen Sie 0 Euro. Ja. Achso, Preis 3 Euro. Was kostet denn so jetzt im Allgemeinen? 3 Euro. Was? Ist ganz schön teuer, oder? Ja, und jetzt soll ich mir das Geld hier wegnehmen? Dankeschön. Gezahlt 4 Euro. Am Arsch der Waldfee. Jetzt auf einmal sage ich 4 Euro. Du kannst mir nichts vormachen. So. Wie war die Tür nochmal? Dings? Zumachen? Was nicht mit G? Nee, das war's nicht. Ach so, ja, hier müssen wir es ja so machen. Das Problem ist, man darf sich diese Bus-Simulator-Scheiße, muss man total vergessen. Wir hatten, glaube ich, nur den einen an. Gang rein. Blinker wäre da, das wissen wir. Ich wollte nur ganz gerne nochmal vielleicht das Licht anschalten. Noch motzen die Leute hier nicht um. Mit dem Scania kenne ich mich null aus, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, Beleuchtung für Innenraum. Vorne, Beleuchtung für Innenraum hinten. Schalten wir ein. Das ist die ausgeschaltet. Alles klar. So, wir machen gleich mal die Klimaanlage mit ein, wollte ich hier machen. Ganz cool. Ein Tomji fährt es dann los, wenn ein Tomji losfährt. Also macht euch darüber keine Sorgen. Schaltet die Beleuchtung für die Bushaltestellen aus. Intensität der Klimaanlage. Ich wünschte, ich könnte die Klimaanlage überhaupt anschalten. Das wäre schon mal echt. Stärke der Klimaanlage. Gut. Viel Gold. Ja, setz den Gang in die neutrale Position. Dass ich das nicht so machen kann, wie ich das möchte, ne? Ja, genau, so. Motor starten, halte I. So, Bremspedal zurück. Drücken und was? Das halten. Wofür soll ich das machen? Gang hochschalten. Wollte ich gerne machen. Ich wollte an und für sich hier die Handbremse losmachen. Dankeschön. Los geht die muntere Fahrt, Leute. Macht auf euch auf was gefasst. Wir fahren jetzt Gelenkzug. Da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Müssen wir ein bisschen länger machen. Hab das Gefühl, der zieht irgendwie so ein bisschen nach links ab, irgendwie, ne? Oder täuscht das jetzt? Kann auch sein, dass er täuscht. Ich dachte, in Berlin gibt es nur Flixbusse.
Nein, BVG heißt das. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, weil ich bin ja hier tatsächlich bei der Deutschen Bahn bzw. Tochtergesellschaft Autokraft bin ich angestellt. Und deswegen, ich habe da in Berlin nicht so viel Ahnung von. Wie gesagt, wir sind damals mal mit einem Reisebus hingefahren. Und im Grunde der Fahrschule damals noch, war eine Nachttour, ging bei uns um 22 Uhr los und da, wir waren echt spät da, um 5 Uhr morgens erst in Berlin angekommen, beim Bahnhof Zoo. Gott sei Ehre bei. Alle hatten Hunger gehabt, wir wollten Currywurst, der Fahrlehrer hat versprochen, es gibt die geilste, die absolut geilste Bratwurst auf ganzer Welt ist Curry 36 am Bahnhof Zoo. Und die war gar nicht mal so lecker. Naja. Nun war das nun mal so, ne? Das neue VW-Zeichen. Komm, wir machen hier Reißverschluss. Hallo! Reißverschlussverkehr und so. So, der lässt ihn durch. Ja, kein Problem. Die Taxifahrer machen das einfach mal so. Okay, fahr zu, Junge. So, jetzt bin ich dran. Hallo? Bist du irre? Der nimmt mir die Vorfahrt. Also, ich frage mich. Du Arsch. Komm ja auch nicht mehr zurück, du Penner. Du hast mich hier eingekeilt. Hilfe! Der Idiot, ne? Und fährt einfach drauf. Seid ihr wirklich so in Berlin? Fahrt ihr so Auto? Dann würde ich euch allen empfehlen, kauft euch eine Schere und schneidet damit euren Führerschein durch. Mist, verdammte Kacke da. Muss ich mir den Schaden erstmal angucken. Also die Tür erstmal aufmachen, ne? So, da gucken wir uns mal an hier, Kollege. Wir sinken noch auf den Bus, auf dem Fahrzeug ab. Was ist hier los? Wie? Kollege! Ach, hier Blondine am Auto. Blondine in Berlin. Das ist gefährlich. Geht gar nicht. Ich kenne auch so eine YouTuberin. Ist auch blond. Spielt dieses Spiel übrigens auch. Sag mal, das kann doch nicht sein. Blondine in Berlin, Alter. Hilfe! Und wie kriegen wir das jetzt hin? Du sitzt da ganz gemütlich drin. Ich meine, dein Stoßstange, die guckt schon unter dieser Brücke hier durch. Und du meinst, ja, kein Problem, ich steig mal lieber nicht auf, denn der Busfahrer könnte ein bisschen sauer aussehen. Raus aus dem Auto! Ja. Und wieder guckt. Da geht's dann gleich weiter. Ja, kein Problem. Das Problem ist gleich oben. Fuck, Mann. Hier steht übrigens auf BVG. Ich glaube, ich sollte mich da mal bewerben. So, ups. Jump and Run Spiele. Ja, super. See. Das kriegen wir schon hin. Wir machen die Tür zu und fahren einfach über das Auto weiter. Das sollte uns ja nicht so wirklich interessieren und geht uns auch nicht so wirklich was an. Drücken wir das Auto noch mal ein bisschen tiefer. Gang rein. Das geht schon irgendwie. Das geht. Wir schlenken vielleicht noch den Happy das. Bewegen tun wir uns ja irgendwie. Wir boxieren uns da schon irgendwie raus. Das ist unglaublich. Ich sehe mich nicht als Schuldigen. Sag mal, das ist Heckantrieb. Wieso können wir nicht zurückfahren? Vorwärts Guide, ne? Vorwärts Guide, ey. Ja, wir fahren über das Auto rüber, kein Problem soweit. Ja, das kriegen wir hin. Ich musste die Fahrt jetzt nochmal neu beginnen tatsächlich. Also ich kam da nicht mehr raus. Also was sind zwei Blondinen beim Nacktbaden? Sagt die eine, huch, ich glaube, mir ist gerade ein Fisch durch die Lampen gegangen. Also wirklich, Frauen, wenn ihr blond seid. Es ist ein Klischee, ich weiß, aber es waren direkt zwei davon da im Auto. Es waren zwei im Auto, die uns hier unseren Bus zerschrottet haben. Guck dir das mal an, sogar mit einer G-Klasse fahren die einfach so durch. So, hier, das Problem hier, Bus und so kommt und ich muss jetzt trotzdem vom Bus nochmal rausfahren. Meine Fresse, doch, hör mal, dabei haben wir doch alles richtig gemacht, oder? Man könnte jetzt meinen, ich habe was gegen Blondine, aber Inka ist auch blond. Aber Inka ist, benimmt sich auch so. Okay. So, jetzt kommen wir zu dieser verhängnisvollen Einbindung, hätte ich beinahe gesagt, Reinfahrt da. Wir dürfen eh nur 30 fahren, also alles cool und kein Problem soweit.
Jetzt könnte man aber auch vermuten, dass ich rot hatte, oder? Dann war ich denn doch schuld, wa? Die Ampel. Nein! Der Busfahrer hat immer recht. Seht ihr, die Ampel ist jetzt grün. Und die fahren trotzdem alle weiter. Da guck, die müssen doch irgendwann mal runter haben. Dann frage ich mich, was hat der Zweck, was erfüllt diesen Zweck dieser Ampel? Klar, keiner. Die Leute fahren, wie sie hier Bock haben gerade. Ich mach das nicht mehr. Ich halte mich nicht mehr an die Vorschriften. Da, am Arsch der Wald. Das liegt daran, weil die auch blondie drin sind. Fahrt weiter, Leute. Nee. Fahrgästen geht's gut, keiner beschwert sich, alles gut. Die Ampel ist rot. Das ist natürlich auch so, die Ampelphasen sind die extrem lang. Ich meine, es soll ja so ein bisschen realistisch sein. Aber so lange Ampelphasen, Himmelarsch, das wäre, meine Güte, da wird dann echt langweilig. Da wächst mir ein Bart von hier bis nach Moskau, also aber wirklich. Ja, das ist kein Problem, kann auch fahren. Ich hätte jetzt so geschrien vor Lachen, wenn mir der LKW jetzt auch nochmal in die Seite reingeknackt wäre. Nee, aber der muss aufpassen jetzt hier, Digga. Jetzt mal wirklich, mal Real Life spielen hier. Aber hier macht jeder, was er will. Vorfahrt, wofür, ne? Oh Gott. Gott, das ist... Ja. Hätte ich da vielleicht vorher drauf achten sollen, dass ich hätte da links fahren sollen? Oh, Kinder, Alter. Spiel. Fängt mich echt mittlerweile an, echt Spaß zu bringen. Ich schieb jetzt einfach die Autos hinter mir weg. Wenn Bus kommt, muss Bus Platz haben. Ja, hallo, ich muss hier... Wieso blinkt das hier? Ach, weil ich aufgefahren bin, oder? Jetzt hänge ich schon wieder fest. Das Spiel ist ein Chaos. Ahahaha.